Ich werde jetzt ein Flohmarkt-Haul-Video für euch drehen. Und zwar handelt es sich um den Flohmarkt im Chemnitzender. Der ist, glaube ich, jeden zweiten Sonntag im Monat. Und der ist sehr, sehr lohnenswert, wie wir persönlich finden. Wir waren da, als wir in Chemnitz gewohnt haben, auch sehr oft, also regelmäßig jeden Monat. Und auch ein kleiner Dresden-Haul. Wir waren gestern in Dresden. Da habe ich auch ein bisschen was mitgenommen und ich dachte, ich zeige euch das jetzt vorher, weil sich letztens beschwert wurde, dass es für manche Leute auch Werbung ist, wenn ich aus meinem Tee Becher von Fitvia trinke, also das ist mein Infusion Bottle. Tut mir leid, dass ich lebe, tut mir leid, dass ich trinke, aber Freunde, ich habe eine Lösung. Einen Schluck noch aus der Bottle und dann habe ich hier meine Tasse und da schütte ich den Tee jetzt einfach rein und so kann ich trotzdem trinken und ihr müsst nicht platzen vor Wut, weil ich Werbung mache. Lemon Ginger aufgegossen mit frischer Minze aus Christophs Tantes Garten. Tasse ist uralt, steht mein Name drauf. Und hier steht Azubi-Tasse für unsere Prinzessin. Das war damals ein Weihnachtsgeschenk von ja, meiner Lidl-Vorgesetzte oder von meinen Lidl-Kollegen. Ich habe ja meine Ausbildung bei Lidl gemacht. Und deshalb trinke ich jetzt aus meiner Azubi-Tasse, die ja von Lidl ist. Also von daher ist es ja schon wieder irgendwie Werbung. Aber naja, dann müsst ihr jetzt durch. Dann schnacken Kopf in Nacken, Freunde. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich würde sagen, wir fangen an mit Dresden. Ja, mit Dresden. Und zwar war ich einmal bei Lush seit ewig langer Zeit wieder und habe mir folgendes Duschgel gegönnt, gleich in der 500 ml Größe. The Olive Brunch. Starke Arme umschließen dich und hüllen dich ein in Zitrusdüfte und wohlig warme Gebogenheit. Ich finde, das duftet nach Tabak. Ich finde, das duftet unfassbar geil. Ich rieche diesen Duft so gerne und als ich so 15, so vor meinem 15 bis 18 Lebensjahr habe ich dieses Duschgel regelmäßig verwendet. Und freue mich jetzt, dass ich es wieder habe. Und Christoph findet den Duft, also die Düfte von Lush generell schrecklich. Von daher darf ich das ganz alleine verwenden und freue mich da schon riesig drauf. Dann habe ich noch eine Gesichtsmaske bekommen. Und zwar die Moon Gesichtsmaske. Das war ein Pröbchen, die dir mit Honig und Rosenöl einen Aufguss aus Kamillenblüten beruhigte, häschenzarte Haut beschert. Und das reicht wohl für eine Anwendung und da freue ich mich drauf. Die Mitarbeiter bei Lush sind immer, also ich habe das so in Erinnerung, phänomenal freundlich und lieb und nett und alles. Jetzt haben die mir das so schön eingepackt, weil ich ihr halt gesagt habe, dass wir noch eine Fahrt vor uns haben, eine große. Das sind die frische Masken und es war so süß, meine Mutti hat die heute früh auf den Frühstückstisch gestellt. Hat gesagt, das stand im Kühlschrank. Ich weiß ja nicht, was das bitte für Zeug ist. Ich dachte, für die Butterbrotbämme. Das sind tatsächlich Masken, und zwar frische Masken, wie ich das schon gesagt habe. Also das bedeutet, da sind nur frische Inhaltsstoffe drin. Die halten auch nicht so lange. Mindestens haltbar bis 5.8.2019. Das ist aber bei mir kein Problem. 5.8.? Ernsthaft? Das ist natürlich jetzt... 5.8. ist... heftig. Und die ist bis 6.8. Also ich habe mir auf jeden Fall einmal die BB Seaweed mitgenommen. Da habe ich da auch beraten lassen. Die sanfte Eigenmaske liebkost deine Haut mit schützendem Honig und fair gehandelter Bio-Aloe Vera. Segle hinfort auf Wellen voll zarter Erfrischung. Er hat sie mir empfohlen. Die kannte ich noch nicht. Also die war vor 10 Jahren oder so. Gab es die auch noch nicht. Aber welches gab, ist die Oat Fix. Reichhaltig, süß und cremig, das ist der ideale Haferbrei. Frische Bananen, gemahlene Mandeln runden die sanfte Köstlichkeit ab, die die Haut beruhigt, zart pflegt und dehydriert. Und rehydriert, dehydriert vor allen Dingen, sehr geil. Hatte ich schon, die hat auch so einen Peeling-Effekt, die fand ich phänomenal. Für mich hat die einfach nur nach Banane gerochen, ich fand die so geil. Und die werde ich auch direkt wieder in den Kühlschrank packen, weil, wie gesagt, die sind halt, ihr seht schon von der Haltbarkeit her. Ich hoffe mal, dass die unsere Autofahrt morgen überlebt. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. So, dann habe ich mir diesen Rock gekauft bei H&M, auch in Dresden. Der ist sehr, sehr eng anliegend, aber ich finde den cool. Der hat 14,99 Euro gekostet. Ich habe den in 40. Der hat mir jetzt gepasst, weil der wirklich eng saß. Da habe ich noch einen anderen Rock gesehen, der war auch unfassbar geil. Aber da war mir die 40 viel zu groß und die 38 viel zu eng. Also den konnte ich nicht mitnehmen. Ich werde den jetzt mal anprobieren für euch. So, Freunde, ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das erkennen könnt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass mein Kopf abgeschnitten ist, aber das ist der Rock. So sieht er von hinten aus. Ich fand den eigentlich ganz cool und wie gesagt, für 15 Euro finde ich auch
Vollkommen in Ordnung. Mein einer Jeansrock, den ich habe, der ist ja jetzt bis hierher aufgerissen. Ich ziehe den noch an zu Hause. Aber ich finde, irgendwann sieht es dann halt nicht mehr schön aus. Das ist halt, weil ich mich nicht so bücke, wie man sich halt bückt mit einem Rock, sondern halt so. Und deshalb ist der eingerissen. Und der wird auch noch weiter einreißen. Und der hier ist halt komplett zu unten. Und der hat gefühlt 500% Elastan. Also der ist super dehnbar. Und deshalb stört mich das auch nicht, dass der so eng ist, weil der trotzdem bequem ist. Ja, gibt's aktuell bei H&M. So, und ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich jetzt hier stehe schon wieder, aber ich zeige euch direkt das nächste Teil. Das ist von Bershka. Das ist eine Hose und die war allerdings im Sale. Die hat nur noch, ich glaube, 12 Euro gekostet. Und die habe ich genommen, weil ich finde, der Stoff ist auch wirklich etwas dicker, also ganz schön. Die ist auch relativ schwer, obwohl die so leicht aussieht. Und ich finde halt, erstens mal wirkt es so ein bisschen wie ein Rock. Das finde ich ganz cool. Das Oberteil passt jetzt natürlich nicht dazu. Aber die kann ich mir halt cool im Herbst vorstellen. Ich muss sagen, das sind die einzigen zwei Kleidungsstücke, die ich mir gekauft habe. Weil, und ich traue es mich gar nicht zu sagen, ich bin so überdrüssig. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass es hier so laut ist. Aber hier ist halt Leben, ne? Nicht so wie bei uns zu Hause, Totenstille. Hier ist halt Leben. Family ist gerade dabei, Teppiche zu zerschneiden, fragt nicht. Ich bin so überdrüssig von Sommerklamotten. Erstens habe ich genug und zweitens mal interessiert es mich auch gerade gar nicht mehr. Ich freue mich so auf die Herbstklamotten und sagt mal, es ist immer so. Entschuldigung, es gibt ja gefühlt schon im Juli Lebkuchen, dass erst so spät mit der Herbstware losgeht. Also es gab noch gar keinen Herbst. Also Dresden war noch komplett auf Sommer eingestellt, ist ja auch richtig so. Aber ich freue mich schon so drauf, weil ich kann halt auch neue Herbstklamotten shoppen, weil mir alles aus dem letzten Jahr zu groß ist. Und da freue ich mich natürlich drauf, es war aber gut für meinen Geldbeutel. Dann habe ich Mathilda noch ein Hasenkuscheltier geschenkt, den will sie mir jetzt allerdings nicht geben. Es wird so ein ganz gemütliches Video hier. Im Hintergrund klingt es, als ob eine Kuh pinkelt. Ich glaube, das war's mit Dresden. Wenn mir noch was einfällt, schiebe ich es nach oder zeige es euch auf Instagram. Aber das war's. Also ich habe mir tatsächlich gar nicht so viel gekauft. Dann waren wir heute ja, wie gesagt, auf dem Flohmarkt in Chemnitz. Da habe ich für Mathilda, Christoph hat für Mathilda von Playmobil eine Wolfsfamilie gekauft. Mit Wolfspapa, Wolfsmama und zwei Kindern. Die rückt sie allerdings gerade auch nicht her. Raus, meine ich. Und ich habe Mathilda einen Steif-Teddy geholt. Einen kleinen Steifteddy, da war hier sogar noch dieses Schild dran. Der Mann hat gesagt, er kauft die einfach nur, hebt die dann eine Weile auf und dann verkauft er die. Und ja, das fand ich ganz süß und er wollte 5 Euro dafür haben. Ich habe ihm 4 gegeben und das ist noch, das ist einer mit so beweglichen Gelenken. Und ich habe mir gedacht, selbst wenn ich den einfach nur in Mathildas Puppenhaus oder dekorativ aufs Fenster setze, finde ich sowas ganz süß. Ich liebe die Steifkuscheltiere und ich wollte schon immer so einen kleinen Teddy haben. Von daher durfte der mit. Die, die mich schon eine ganze Weile verfolgen, wissen, dass ich Ohrringe liebe. Deshalb habe ich mir Ohrringe gegönnt. Und zwar einmal diese hier. Meine Fingernägel sind nicht gemacht. Achtet bitte da nicht so drauf. Diese hier. Das sind welche von einer Schmuckgeschäftauslösung von 1920. Ich weiß nicht, ob jemand das hier lesen kann oder möchte oder was auch immer. Ich habe dafür 10 Euro bezahlt. Er hat da auch nicht gehandelt. Ich finde das auch in Ordnung. Die haben mir sehr gut gefallen mit der kleinen Perle. Deshalb habe ich die mitgenommen. Und dann habe ich mir hier einmal noch in der Christ-Schatulle, das wird aber sicherlich nicht von Christ sein, aber es ist mir auch völlig wurscht, die sehr mitgenommen. Mal in Silber. Oder wartet, ich zeige sie euch so, das ist vielleicht besser. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist, das war so geil, die Leute in Sachsen sind halt so lustig, ne? Wir sind schon lustiger als die Norden, das merkt man immer, also als die Norddeutschen, das ist wirklich so. Das ist nicht negativ gemeint, sondern einfach nur so als Feststellung, aber es ist so. Und ich sagte zu der Verkäuferin so, ja, was ist denn das für eine Frau? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich habe das Gefühl, die war auf Markstücken drauf. Ich bin mir aber nicht sicher, das ist zu lange her. Und da meinte ein Mann so im Hintergrund, als ich gefragt habe, hier, wer da drauf ist, wer ist denn die Frau, sage ich so. Und der Mann so, Karl Marx. Das kam so trocken, war geil. Dann habe ich für Mathilda an so einem Kindernähstand, wo die halt klar selbstgenähte Sachen für Kinder hat. Da war schon einiges weg, dafür waren wir zu spät. Dieses T-Shirt hier gekauft. Boah, das riecht auch gut. Wäscht die das vorher? Igel. Und sie liebt Igel, weil wir haben letztens bei uns im Garten einen Igel gesehen. Ganz, ganz süß. Und deshalb habe ich ihr dieses Oberteil gekauft, weil ich die Farbe auch so geil fand und das auch in Kombination schön finde.
mit diesem Stirnband. Das habe ich auch noch mitgenommen. Das fand ich auch total cool, also von der gleichen Dame. Dafür habe ich für beides, ich glaube, 15 Euro bezahlt. Also auch nicht so günstig, aber selbst genäht. Also überhaupt keine Diskussion da. Dann habe ich mir noch an dem Stand eine Lederjacke gekauft, die künstlicher aus Leder nicht sein könnte. Aber das ist ja überhaupt kein Problem, im Gegenteil. Es ist schon fast eher ein Mantel. Und die habe ich bei einer ganz, ganz lieben Frau gekauft und hat die dann angezogen. Und da meinte sie, ja, das sieht total gut aus und so. Und ich meine, klar, man muss das nicht glauben. Auch hier die Geschichte mit dem 1920er Schmuckgeschäftauflösung. Aber ich bin so ein Mensch, ich vertraue den Leuten, die mir das erzählen. Ich höre den Geschichten gerne zu und vielleicht ist auch nur die Hälfte wahr. Aber so weit denke ich ehrlich gesagt gar nicht. Jedenfalls hat sie halt gesagt, dass sie mir sehr, sehr gut steht. Und dann hatte ich die an und bin so ein bisschen gelaufen. Und da meinten dann noch zwei andere, die da über dem Flohmarkt sind. Oh, die sieht aber cool aus. Ich ziehe die jetzt mal an. Ich habe jetzt noch die weite Hose von Bershka an. Das sieht jetzt natürlich blöd aus, aber nur so zum Verständnis. Eine Hose, die ist, was ich hier geil finde, ist, dass die übelst lange, schöne Ärmel hat. Und die hat hier einen Gürtel, den habe ich direkt rausgemacht, weil es mir nicht gefallen hat. Hier ist noch mein Knoten, deshalb rollt das hier so aus. Aber ich fand die cool, weil die auch so ein bisschen tailliert geschnitten ist. Oben macht sie mich breiter, einfach weil sie auch nochmal gefüttert ist. Und dadurch wirkt es halt nochmal breiter. Was bei mir nicht ganz so vorteilhaft ist, weil ich halt so ein breites Kreuz habe. Aber das ist mir egal. Ich fand die Jacke cool und die hält übelst warm. Ich habe dafür 10 Euro bezahlt. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Die hat eine geile Länge und ich friere ja zurzeit so, so doll. Und ich finde die cool. Ich finde, die hat was. So eine engen Jeans kombiniert. Mega. So, dann habe ich mir noch zwei Oberteile geholt bei der gleichen Dame und habe für beide Oberteile, also zusammen habe ich 2 Euro bezahlt, also für jeweils 1 Euro. Und zwar riechen die Sachen unfassbar gut nach Waschmittel. Ganz, ganz toll. Also ich habe die jetzt noch nicht gewaschen. Ich wasche die natürlich, bis auf die Lederjacke. Die wasche ich halt nicht, oder die Kunstlederjacke. Aber das stört mich jetzt nicht, dass ich das jetzt anhabe, weil, mein Gott, wir haben alle Fußpilz, also ich bin da nicht so. Dieses Oberteil hier, das hat hier so ein Gummi-Dingelingeling, und dann kannst du das halt so schön croppen oder wie das heißt. Und du kannst es halt so auf Schulter tragen, auf Schulter. Oder du trägst es halt ganz normal. Ich finde es halt so cooler, so hat mir das gefallen. Fand die Farben cool, so dieses Oma-Muster, Oma-Blumen-Muster, ist ja voll meins. Und ich finde, das steht mir, ich finde, das kannst du im Herbst tragen. Ich finde, das kann man jetzt halt auch zu einem Rock kombinieren. Fand ich süß, habe ich mitgenommen für 1 Euro. Dann habe ich mir noch dieses Oberteil hier bei der Dame mitgenommen, was ich euch gesagt habe, auch für 1 Euro. Da gefällt mir das hier nicht. Da muss ich mal gucken, dass ich da noch ein anderes Lederband finde, was ich da reinfrieme, weil ansonsten ist es zu weit ausgeschnitten. Hier habe ich jetzt schon eine Knoten-Action gemacht und habe den Knoten einfach nach innen gedreht. So finde ich das noch cooler. Ist ein ganz, ganz toller, ganz, ganz leichter Stoff. Finde ich cool. Ich finde auch hier das Muster, das ist so ein richtiges, das waren auch alles ältere Damen, so ein richtiges Oma-Sofa-Muster. Steht da voll drauf. Hätte ich davon eine Hose gesehen, hätte ich die auch mitgenommen. Aber das fand ich sehr cool und deshalb habe ich es mitgenommen. So, Freunde, das war mein Flohmarkt und Dresden-Haul. Es war auf jeden Fall alles, also außer Lush war teuer. Achso, dann habe ich für meine Mama noch von Rituals, The Ritual of Karma, die Duftsticks mitgenommen für ihr Bad. Oh. Das war jetzt nicht so ganz günstig und halt die Masken und das Duschgel von Lush. Ansonsten war es ein sehr, sehr günstiger Einkauf. Und freue mich aber über jedes Teil ganz, ganz doll und werde es mit Ehrfurcht tragen. Gerade die Flohmarktteile, die sind für mich immer so heilig. Ich weiß auch nicht, warum, ich liebe Flohmärkte. Und ja, das war mein Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Macht's gut. Tschüssilein und Knutschilein.